Gestern kam die Meldung Bombenfund auf dem Werksgelände von der BASF in Schwarzheide. Heute haben Sie tatsächlich zur Pressekonferenz eine ganz frische Info, dass morgen doch nicht die Entschärfung und auch nicht die Evakuierung stattfindet. Was ist da der Hintergrund? Ja, das ist vollkommen richtig. Nichts ist beständiger als die Lageentwicklung oder Lageänderung. Wir sind seit gestern mit zwei Krisenstäben intensiv am Prüfen und am Abarbeiten der unterschiedlichsten fachtechnischen Bewertung, um dieser Lage konstruktiv zu begegnen. Es sind zwei Krisenstäbe gebildet worden. Wir haben einmal den unmittelbaren Krisenstab bei der BASF Schwarzheide GmbH, die sich im Werk unmittelbar mit der Sicherheit befassen. Schon gestern ist am Fundort dieser amerikanischen Fliegerbombe, 250 Kilo schwer, mit zwei Zündern der Kampfmittelbeseitigungsdienst hinzugezogen worden. Die haben eine erste Bewertung vorgenommen. Dann hat man weiter geprüft. Die Stadt Schwarzheide hat ebenfalls unverzüglich einen Krisenstab gebildet. Wir hatten heute in den Morgenstunden zuerst eine zweite Inaugenscheinnahme von zusätzlich hinzugezogenen Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Brandenburg vor Ort, die in der Lage sind, unterschiedliche technische Lösungen der Entschärfung zu prüfen und ihre Möglichkeiten zu erläutern. Das ist ebenfalls durchgeführt worden. Diese Erkenntnisse wiederum sind dann aktuell verarbeitet worden. Um 10 Uhr hatte ich dann hier vor Ort im Krisenstab der Stadt Schwarzheide ein Sicherheitskoordinierungsgespräch mit den Vertretern der Behörden. Das sind zahlreiche, das denkt man nicht. Die Autobahnmeisterei, die Straßenmeisterei, das Straßenverkehrsamt. Wir hatten zu informieren die Luftfahrtbehörde zur möglichen Sperrung des Luftraums. Wir hatten Kontakt aufgenommen mit der Polizei. Wir haben selber Kräfte eingeteilt. Die Vertreter der Feuerwehr, sowohl der Stadt als auch der Feuerwehr des Landkreises, waren zugegen. Und es sind viele Informationen abzustimmen gewesen. Kurzum, der vorläufige Zeitplan, der am gestrigen Tage projiziert wurde, mit einer Evakuierungsmöglichkeit der betroffenen Ortsteile Schwarzheide-Viktoriahof als auch Naundorf, ist verworfen worden. Es wird keine Evakuierung am 10.10., Samstag, 10.10. stattfinden. Also das wiederhole ich gern auch nochmal für diejenigen, die nicht so schnell folgen. Am 10.10. Samstag findet keine Evakuierung von Schwarzheide-Ost statt. Der neue Termin zur Entschärfung oder möglichen Sprengung wurde verschoben auf Sonntag, den 25. Oktober. Und in der Woche davor werden wir die Bevölkerung darüber informieren, ob mit den zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen, die wir bis dahin vollziehen werden, gemeinsam auch mit der BASF Schwarzheide GmbH, eine Evakuierung überhaupt noch notwendig sein wird. Also jetzt mal meine Frage, um das mal zu verstehen. Also zwei Wochen ist ja schon dann doch nochmal eine ordentliche Zeitschiene, wo man sagt, ja gut, wir lassen da die Bombe liegen. Was macht man denn alles in der Zeit jetzt nochmal zusätzlich, was man vielleicht dann hätte morgen einfach mal ja, entschärft? Gut, also es geht nicht nur um die Gefahr, die aus der möglichen Explosion oder Sprengung der Bombe hervorgeht, sondern wir haben ja hier die besondere Situation, dass sich diese Bombe in unmittelbarer Nähe von Chemieanlagen befindet. So. Und diese Chemieanlagen zu schützen, hat oberste Priorität, damit die Bombe nicht weitere explosive Stoffe entzündet und es zu einer Kettenreaktion kommt. Das soll vermieden werden. So. Und mit der Zeit gewinnt man Arbeitszeit, um einerseits Schutzwälle, bauliche Anlagen zu schaffen, die verhindern, dass die chemischen Anlagen gefährdet werden. Und wenn die chemischen Anlagen nicht gefährdet werden, wird auch die Bevölkerung, die weiter weg ist als der Wirkungskreis der Bombe, ebenfalls nicht gefährdet. Und das nennt man Sicherheit produzieren.
Schauen wir ganz kurz, wer jetzt so ein Bild im Kopf hat von der Bombe. Die liegt jetzt da nun mal 2 Wochen, die ist sicherlich abgesichert. Wie ist der Zustand? Haben Sie da ein Bild? Ja, also wir haben Fotos an unsere Pressemitteilung mit rangehangen. Die sind zugänglich, kann man sich ein Bild verschaffen im Internet. Natürlich zeigt sie nicht genau die Größe. Ja, also wenn eine Person daneben steht, dann erkennt man, wie groß eine 250-Kilo-Bombe ist. Der Zustand als solcher, den würde ich jetzt von der äußeren in Augenschein nehmen. Ich bin aber kein Fachmann, als gut bezeichnen. Also sie sah nicht großartig verrostet aus, ja. Morgen werden ja so rund 800 Menschen evakuiert worden. Das muss ja zum Glück jetzt nicht geschehen. Sie haben schon gesagt, vielleicht muss im Bestfall gar keine Evakuierung mehr stattfinden. Allerdings Straßensperrungen, die werden, glaube ich, unvermeidbar sein, oder? Ja, das Thema Straßensperrungen ist unvermeidlich, weil wir uns unmittelbar in der Nähe der Bundesautobahn A13 befinden. Und die zuständige Straßenmeisterei hat erklärt, das wird einen erheblichen Stau nach sich ziehen. Also wer es vermeiden kann, am 25. Oktober sonntags, das ist genau das Wochenende, wo die Zeitumstellung stattfindet, nicht die A13 am Vormittag zu benutzen, dem kann ich das nur empfehlen, weil es wird zu erheblichem Rückstau führen. Und die Ausweichrouten, eine davon ist die L55, die Schöpkauer Straße, die wird ja ebenfalls gesperrt. Und insofern kommt es auf jeden Fall zur Beeinträchtigung. Aber der Stau ist allemal besser als die tatsächliche Gefahr für Menschenleben. Ja. Aber deshalb auch der Sonntag, weil vielleicht weniger Lkw-Verkehr ist? Vollkommen richtig. Das war auch ein Argument der Fachleute. Ja. Wie sieht jetzt Ihre Arbeit in den nächsten Tagen aus? Sie haben gesagt, es ist in Ihrer Amtszeit die 5. Bombe, das heißt weiter koordinieren? Ja, also wir haben Zeit gewonnen, wir wollen jetzt informieren, damit morgen auch der Letzte weiß, dass er das Haus nicht um 6:30 in der Früh verlassen muss. Und da haben wir noch reichlich zu tun, alle diejenigen, die jetzt vorinformiert wurden, auf Stand zu bringen, uns das bestätigen zu lassen. Die Feuerwehr bereitet sich vor. Es geht um optimale Aufstellungsräume dann für die Zukunft und die Stadtverwaltung mit ihrem Ordnungsamt wird eben die Möglichkeit nutzen, auch die umliegenden Kommunen zu informieren. Kann man noch eine Hausnummer sagen, wie groß dieser insgesamte Sperrkreis ist, in dem man so Maßnahmen vorsichtshalber trifft? Ja, also vom Mittelpunkt an gerechnet der Bombe sind wir hier so circa bei 3000 Meter gewesen. Okay. Ja. Dann heißt es jetzt in der nächsten Woche aufmerksam bleiben, was wirklich passiert, inwiefern die Maßnahmen greifen. Und ich denke, dann für Sie wünsche ich erstmal alles Gute, dass alles glimpflich ausgeht. Ne? Ja, Dankeschön.